Ja, ist voll cool für diejenigen, aber oh. Das Problem ist, der sieht mich doch jetzt, wenn ich hier um die Ecke komme. Ist, ich müsste eigentlich alle erstmal eliminieren, damit ich dann unentdeckt das Boot klauen kann. Da ist eine Katze! Der dürfte mich nicht sehen, wenn ich auf dem Wasser fliehe, der da rechts steht. Aber hier unten, die müssten alle noch weg. Und die hier auch. Ich hätte mich nicht zeigen dürfen. Weißt du, ich müsste jetzt alles nochmal machen. Habe ich auch nicht so Lust drauf. Ich rufe Hilfe. Kommst du nicht durch, du Narr? Kopf, zieh jetzt halt meinen Speer! Weniger reden, ja? Ich jetzt dran? Aua! Können wir hier auch einfach Krach machen. Jetzt wurden wir ja eh gesehen. Kommt her und helft mir! Setz dich auf!
erinnert mich an einen Clip. Da war auch eine Katze, die dann getötet wurde. Und der Streamer hat dann gefragt, wo ist denn die Katze hin? Ich schwöre, hier war eine Katze. Wer macht denn sowas? In der Nähe sollte es einen Hebel geben? Ich muss den Weg freiräumen, um das Boot da rauszubekommen. Hä? Kann ich tauchen? Oben läuft noch einer. Hast du das mit dem Trickster mitbekommen? Dass der gebufft wurde? Der hat ja irgendwie, der ist jetzt, hat jetzt mehr Messer, hat nicht mehr so einen Rückstoß, also er kann jetzt besser zielen. Ich weiß gar nicht, ob er auch noch schneller geworden ist. Ich glaube, den haben sie ja ganz schön gebufft, ne? Prozent. Wow. Das ist gar nicht mal so wenig. Wo ist der Schalter? Ich das Tor hoch. Das Problem ist, die Leute werden jetzt wieder alle disconnecten, wenn Trickster gespielt wird. Niemand möchte das. Ah, da ist der Schalter. Das Schlimme ist, es wird trotzdem Killerspieler geben, die jetzt die trotzdem noch rumheulen. Und jetzt auf den Kanal. Ich hoffe nur, dass wenn ich wieder DVD spiele, dass ich dann nicht nur Trickster habe. Ab hier sollte es glatt laufen. Sollte es das? Oder ist hier noch eine Falle? Die Luft ist rein. Ich lege nahe des Übergabepunkts an. Oder nur Chucky. Stimmt, morgen kommt Chucky raus. Ja, schon wieder vergessen. Gott, Chucky. Ich denke, es wird zwei, dreimal ganz cool werden, gegen Chucky zu spielen. Und dann ist es nur noch anstrengend. Wie ständig dann so gegen Victor und so. Darwishs Männer werden das Boot erkennen. Mein Teil ist erledigt. Okay. Ah, ich werde schon wieder gesucht. Ja, Mensch. Ich muss die loswerden. Oh, ich habe ganz vergessen. Ich muss ja auch gesucht werden.
Sonst kann ich nicht gegen Shakira kämpfen. Also gegen, wie heißt irgendwie Sharikia oder so. Gegen so ein Polizeioberhaupt. Das war falsch. Muss ich nämlich kämpfen und gewinnen. Dafür muss ich auf höchster Stufe sein. Obwohl, ich glaube, ich kann einfach ein paar Wachen angreifen. Ich denke, das reicht schon. Es wird bestimmt wieder ein faires 1 gegen 10. Ihr weißt, was eigentlich das Schlimme ist? Dieser Polizeiober... Dieses Oberhaupt kann sich heilen. Der hat 2 Dolche. Also der hat... Der kämpft zweihändig. Beidhändig. Und der kann sich heilen. Was siehst du hier? Bisschen weit weg, ne? Das ist das eigentliche Problem daran. Malenia von Assassin's Creed Mirage, konnte die sich heilen? Das ist der Ort. Oder nur weil sie... Oh. Wir sind ja schon Wachen. Oder nur weil sie auch beidhändig gekämpft hat. Oder so. Augenblick. Was siehst du? Vergib mir, Enkidu. Ich habe dich Gefahr ausgesetzt. Immer wenn sie Schaden verursacht hat, hat sie sich geheilt? Wow. Aber du hattest doch auch so einen Cheat. Du hast mir doch auch gezeigt, wenn du jemanden getötet hast, hat sich bei dir doch auch ein bisschen HP regeneriert, ne? Ja, also war es ja nur fair. Wobei, einen Boss tötest du ja nur einmal. Da kriegst du ja eigentlich zwischendurch keine HP zurück. Hallo Julia. Mach ganz in Ruhe. Eine habe ich schon. Aber das war nur die mit dem... Mit dem Typen, den ich bezahle, damit ich nicht mehr gesucht werde. Es ist noch nicht viel passiert. Wir können noch ganz viele Trophäen machen heute. Was? Stirb! Und ich hatte schon wieder... Mein Wurfmesser hat erst in der Luft gesteckt. Das hatten wir heute auch schon. Gleich am Anfang. Das hört sich gut an, dann kann ich ja noch ein paar Erfolge mit feiern. Ja. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Ist der hier drin? Der Dufthändler, oder? Wo ist der, den ich töten soll? Tatsächlich.
Vor allem lass es wie ein Unfall aussehen. Das heißt, ich muss ja irgendwas auf ihn drauf fallen lassen können oder so. Warte mal. So, das ist das hier. Dort hinten die Säcke könnte ich fallen lassen. Dann bist du ja Expertin. Was soll das heißen? Die Frage ist, kriege ich den hier rausgelockt? Oder ist da drin etwas, was ich nutzen kann, damit es aussieht wie ein Unfall? Ich muss warten, bis die beiden wieder unter den Säcken durchlaufen. Dann schieße ich die Säcke hier ab. Toll, sind die jetzt unter mir? Ich hab keine Angst. Was sind alle? Augenblick. Habe ich beide erwischt? Ich reite dich, wenn ich dich finde. Hab ich? Ja, ich glaube, die liegen beide da drüben, ne? Los, hier lang. Ich bin da, weiter. Der Dufthändler kriegt das nicht mit da drin. Ich würde den halt gern von oben. Da hat jemand Feuer. Du wirst sein. Du rennst nicht mehr weg. Ich mit dir. So gut. Wo bist du? So. Da drüben. Ich glaube, der wird mich nicht weiter stören. Der da auch nicht. Aber der da oben vielleicht. Hast du die Waren gesichert?
Niemand hat sich daran zu schaffen gemacht? Natürlich, mach dir keine Sorgen. Achtet auf alles, was euch verdächtig vorkommt. Beruhige dich. Das ist unser Beruf. Oh, ich hab's verkackt. Ich hätte auf ihn das Zeug abschießen müssen. Ach, es ist auch so ein Unfall. Ein blutiges Ende nach einigen Missgeschicken.